Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Okay, haben wir da irgendwas zum Aufhängen? Alkohol? Der Haken? Oh, gut, dann ab ins Büro und hängen wir doch mal die Katze auf. Ah. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. So, dann wissen wir auch schon, was wir dann hier mit der Birgit machen. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier... Ja gut, kennen wir schon. Können wir da vielleicht einen Apfel reinknallen? Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Die Pflanze? Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Okay, können wir da Alkohol reinkippen? Lilly bezweifelte. Schade, aber in die Pflanze. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Jetzt hängt's schon wieder. Ich mach mal eine kurze Pause und schau mal schnell an, was es denn liegt. Bis gleich. So, und weiter geht's. Hier haben wir noch den Essenslift. Da Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Gut, wir haben ja noch einen Haken. Da können wir noch nichts aufhängen. Vielleicht die Murmeln? Glaube ich aber nicht. Diese Idee konnte Lilly am besten gleich wieder an den Nagel hängen. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder zur Birgit und schauen mal... Kamin haben? Kamin. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Moment, da haben wir noch eine Halterung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Nee, jetzt gehen wir erst einmal wieder zur Birgit und schauen mal, was sie jetzt zu unserem tollen Meerschweinchen sagt. Die wird ganz begeistert sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. So, jetzt los. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein. Und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst.
komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Ja, jetzt haben wir jetzt diesen... Nö, haben wir nicht. Ach, schade. Gut, gucken wir nochmal, vielleicht können wir hier noch mittlerweile was Neues machen. Glaube nicht. Lilly hatte gehört, in diesem... Ach, schade. So ein Punsch zusammenmischen. Wer kommt denn da? Hau ab, oder... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da hinten liegt doch noch die alte Fliegerbombe. Zumindest der Zündsatz. Genau. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Zack, und natürlich ab in die Tasche. Ist ja immer gut. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Och, ist das süß. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Ja, dann machen wir da wieder zu. Und haben wir jetzt hier noch irgendwas? Die Reifenschaukel, wollen wir jetzt schaukeln? Ach komm. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Widmung. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Komposttonne? In der Komposttonne ein Parad. Lilly konnte. Nö. Okay. Zum Schulteich. Was sagt denn der Schorni jetzt zu unserer Fliegerbombe? Oder können wir die Fliegerbombe mit hier in den Ofen werfen? Es hieß doch, der ist bombensicher. Machen wir doch mal auf. Ja, hier, komm. Sprengzünder da rein. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Oh. Okay, gut, dann eben nicht. Schade. Was sagt denn der Shawnee dazu? Supp. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Der alte Kreis könnte sich vielleicht auch dafür begeistern. Was der ja schon alles erlebt hat, der hat doch garantiert auch in diversen Kriegen mitgewirkt. Dann müsste er sie ja noch kennen. So, jetzt läuten nicht die Glocken, jetzt gibt's gleich hier eine Sprengung. Was ist das? Das erinnert mich an, Nein, da läutet keine Glocke. Es erinnert mich an, rein gar nichts. Kann man hier irgendwas Lilly kombinieren? Lilly hatte gehört, in diesem... Nö. Lilly, aber eine Saftpresse war das nicht. Lilly wusste nicht viel, aber... Lilly, aber sie kann... Oh. Lilly wusste nichts mit. Vorher hat die hatten. Das haben wir alle schon durch und. Können wir ihm die Fliegerbombe geben? Behalte deine Sachen, wie ich dich kenne. Ah, Moment mal. Extremisten. Ja, die haben wir doch hier beim Schlafsaal. Die finden das doch garantiert toll, hier mit einer Fliegerbombe hantieren zu können. So, hier, Suka.
Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Oh, das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lilly erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Oh, das ist doch echt... böse. Sehr, sehr böse. Aber wie sie auf einmal den Rückzieher gemacht haben. Ach, er hat wieder zugemacht. Ja, Memphis, jetzt glaube ich, Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Oh. Ja. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Also den Memphis, den hat's hier aber mal ordentlich zerlegt. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Verdautes Gras, Lillina. Haben wir hier noch was? Außer den Überresten vom Memphis. Was sagt denn der Shawnee dazu, dass wir seinen Kumpel gesprengt haben? Boah, ist das heftig. Hallo. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Okay, aber wir haben deinen Kumpel gesprengt. Ob Lilly jetzt auch endlich Gumbo war? Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Gut, kann man da irgendwas kombinieren? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Anscheinend nicht. Alkohol. Lilly wusste das. Und wenn es... Okay, da geht dann hier auch nichts. Was macht denn jetzt hier unser Frank? Er ist immer noch beschäftigt. Können wir ihm die Haarnadel geben? Ein Verschwörungszeichen. Was soll ich denn damit? Wenn du mir unbedingt helfen willst, dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt?